Ich wurde über meinen Kanal angefragt, ob ich mal Videos machen könnte, wie man Diskmenüs erstellt. Ich mache das sehr gerne. Ich habe allerdings in der Vergangenheit sehr viele Filme dazu gemacht. Einerseits für Pinnacle Studio 15 und alle Vorgängerversionen oder Pinnacle Studio 16 und alle nachfolgenden Versionen, also 16, 17, 18, 19. Ich habe dazu verschiedene Playlists zusammengestellt, die ich einfach hier verlinken möchte. Ich habe jetzt nicht ein komplett neues Grundlagenvideo erstellt, sondern Sie klicken einfach hier auf diese Infokarte, die oben eingeblendet wird, dann gelangen Sie zu den von mir bereits erstellten Diskvorlage-Videos oder Videotutorials. Ich mache sehr gerne ergänzende Videos dazu. Wenn Sie noch Fragen haben, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Ich wollte einfach mal Ihnen eine einfache Möglichkeit geben, meine bereits erstellten Videotutorials anzuschauen. Ich bin der Meinung, dass heute Diskmenüs nicht mehr so einen wichtigen Stellenwert haben, wie das noch vor ein paar Jahren war. Früher gab es fast keine andere Möglichkeit, als Videos über DVD zu verteilen. Wenn Sie eine DVD machen, dann haben High-Definition-Videos einfach nicht mehr die gleiche Qualität. Sie werden runtergerechnet auf Standard-Definition. Das heißt, Sie verlieren eigentlich Qualität, wenn Sie DVDs erstellen. Besser wäre dann, das Video auf einer Blu-ray-Disc zu verteilen. Die Frage ist einfach, kann das jeder abspielen? Im Prinzip vermutlich ja, aber es gibt auch Abspielgeräte, die dann selbstgebrannte Discs nicht so gut abspielen. Also es gibt da technische Probleme. Wie ich das jetzt heute mache, ist über YouTube, denn Sie sehen jetzt dieses Video auch über YouTube. Können Sie sich fragen, ob das auch eine Möglichkeit wäre für Sie. Ich will damit nicht sagen, dass Sie keine Videos mehr auf Disc brennen sollten. Ich meine damit lediglich, der Stellenwert ist nicht mehr gleich wie vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren. Aber ich habe jetzt mal die Playlist zusammengestellt und wenn Sie vielleicht das eine oder andere daraus lernen, dann freut es mich. Wenn Sie ergänzende Fragen haben, dann kommentieren Sie einfach meinen Kanal und ich erstelle dann ganz dediziert natürlich sehr gerne auch noch ein Video oder Videotutorial zu bestimmten Themen mit dem Diskmenü. Ich freue mich, wenn Ihnen eines dieser Videos gefallen hat und wie gesagt, kommentieren Sie meinen Kanal, abonnieren Sie auch meinen Kanal, wenn Sie weiterhin keines meiner Videos verpassen möchten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Erstellen Ihrer Diskmenüs oder beim Hochladen auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Nun zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ein Diskmenü Ihrem Film hinzufügen können. Und zwar werde ich dies anhand einer Vorlage tun, die Sie hier zur Verfügung haben. Sie haben nämlich in der Bibliothek einige Vorlagen zur Verfügung. Das sehen Sie hier ganz unten bei den kreativen Bausteinen unter Diskmenüs. Ich habe jetzt 340 Elemente und da gibt es Elemente, also Vorlagen zu ganz unterschiedlichen Themen. Jede dieser Vorlage können Sie verwenden, direkt verknüpfen, aber auch noch individuell etwas anpassen. Und ich werde Ihnen dann zeigen, wie Sie zum Beispiel ein solches Titelelement, also wie hier Your Text hier, wie Sie das eben anpassen können und wie Sie Ihren Film mit diesen Verknüpfungen verknüpfen können, sodass Sie eben einzelne Kapitel auswählen können.